Mann. Hi, komm mal her. Der scheint aber schon krank zu sein. Ja, der sieht auch gerade, der sieht ja auch nicht sehr gesund aus. Da liegt's ja. Eine weitere Rune. Klasse. Nun denn. Schauen wir mal. Wo finden wir denn noch was? Der Straßeneingang ist da. Ja, das ist immer noch so scheiße, dass wir das mit dieser blöden Nähfabrik nicht geschafft haben. Aber, ach, wir sind jetzt eh durch. Von daher, ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Die meinten ja, es könnte ja irgend so einen Schmugglereingang geben. Das hätten manche Schmugglerschiffe. Und vielleicht hat die Undine das ja auch. Ja, da sehe ich sogar einen. Hey, wie cool. Oh Leute, sogar direkt gefunden. Das ist ja genial. Hui. Konnte ich nur glauben, dass das klappt. Oh, oh. Edgar Wakefields Tagebucheintrag. Okay. Hi, na? Lizzies Boot hatte ich größer in Erinnerung. Ist das Edgar Wakefield? Lizzies Signal. Ach, das ist der Typ hier schon. Ja. Okay. Der ist aber nicht ausgeschaltet. Jetzt ist er ausgeschaltet. Ja. Sollte den ja töten. Naja, ich sag mal so, ich war wenigstens nett. Er hat nichts davon mitbekommen, dass ich ihn die Kehle aufgeschlitzt habe. Also, ich finde, wir sind da schon sehr nett. Ja. Würde ich so sagen. Ach, Hauptsache, der Typ war das auch direkt, der hier unten stand. Erstmal bewusstlos gemacht. Nun denn. Da ist einer, da ist einer. Boah, sind das viele Leute. Ja, was sehe ich da noch? Ein Knochenartefakt unter mir direkt. Das gehe ich mir aber noch kurz holen. Scheint da zu sein. Knochenartefakt, yay. Mal schauen, was das für eins ist. Zähe Haut. Ist das das oder ist das hier unten? Ne, das müsste zähe Haut gewesen sein. Cool. Wieso bewegen wir uns nicht mehr? Los auf zur Luke, bevor wir keinen Atem mehr haben. Hey, komm schon. Wir söffeln sonst ab. Oh, knappe Sache. So, Knochenartefakt auch noch gefunden. Ja, verdammt. Ditus ist ein Problem. So, obwohl jetzt ist hier keiner mehr. Was zum... Ja, nee, ist klar, ich will den ausschalten und der Typ hat nichts Besseres zu tun, als das nicht zu machen. Och man, dort. Ach. So ein Schesendreck. So, jetzt aber. Den sind wir schon mal quitt und ich sehe dann Goldnugget. Ist das ein Tresor? Ach, da lag der versteckt dahinter. Okay. So, nochmal speichern, den sind wir jetzt quitt.
Nee, nee, du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. So, soll ich nicht eigentlich das Schiffshorn benutzen? Das ist doch da. So, hier war das. Lizzie Stride hat wieder die Kontrolle über die toten Aale. Sie hat sie angewiesen, sie passieren zu lassen. Super. Euer Freund Edgar Wakefield hat mich an die Stadtwache verraten. Und ihr seid ihm gefolgt. Seinen Befehlen. Aber wisst ihr was? Ich verzeihe euch allen. Ich liebe euch. Aber folgende Aale schulden mir einen Finger. Logan, Douglas, Bang Bang, Ferris, Pigface, die Bakers und Annabelle. Verdammt. Du zwei, Annabelle. Habt eine gute Nacht. Hi Lizzie, willst du nicht mit mir reden? Lizzie? Geht doch. Edgar, dieser Dreckskerl, wie kann man nur so unfähig sein? Die Hutmacher haben die Andien demoliert. Das Boot sieht doch gut aus. Sie haben die Zinsspule. Wir sind manövrierunfähig. Was ist? Können wir eine neue beschaffen? Die werden nicht mehr hergestellt, nicht für Motoren wie den der Andien. Wir müssen sie zurückholen. Der Alte ist immer noch Anführer der Hutmacher? Ich werde ihn besuchen. Das ist nicht so leicht. Es gibt einen Haken. Wie immer. Was ist es diesmal? Der Alte ist jetzt fast 100 Jahre alt. Er ist verkabelt und wenn er stirbt, wird der ganze Komplex mit Gas geflutet. Die gehen kein Risiko ein, haben extra einen Pfleger angeheuert. Vielleicht lässt er wegen der Spule mit sich handeln. Lassen Sie ihren Charme spielen. Einer der Hutmacher hat mir ihr Passwort gegeben, damit er seine Finger behalten durfte. Es lautet Wahlknochen. Hab's nie benutzt wegen des Gases. Und weil ich im Knast war. Halten Sie sich bereit, wenn ich zurück bin. Na, okay, wow, jetzt haben wir das. Jetzt können wir uns zur Nährfabrik anscheinend auch erst begeben. Na, super. Gibt es nicht. Was hat der so, dann gehen wir mal raus. Na klasse. Haben wir da völlig umsonst gesucht gehabt. Aber nicht so schlimm. So, wenigstens jetzt kommen wir hier durch. Das Passwort. Zur Nährfabrik gehen. Ja, das war aber nicht das Passwort. Wahlknochen. Komm rein, Hutmacher. Oh, das ist der Typ. Meine Fresse. Jetzt, wo Lizzie Stride auf freiem Fuß ist, hast du einen Captain, der dich flussabwärts bringen kann. Lizzie Stellvertreter Edgar Wakefield und leider die Bande übernommen wird, das. Also. Das war nur ein alter Text. Sir, die Hutmacher stellen mit den Textilmaschinen Leichentücher für die Toten her. Jetzt ist klar, wozu sie die Zündspule brauchen. Der Anführer der Hutmacher ist wirklich klüger, als er aussieht. Er kann die Fabrik mit tödlichem Gas fluten. Das Zeug frisst sich durch unsere Luftfilter. Reden Sie mit ihm. Alles klar. Werden wir machen. Du brauchst die Kombination, um an die Zündspule zu gelangen, dank der die Nährfabrik läuft. Such den Alten auf und finde heraus, ob du mit ihm eine Abmachung treffen kannst. Das heißt, für den Opa kann ich dann auch noch was machen. Klasse. Das, da, und da ist auch der Rothfield-Mitarbeiter jetzt, endlich. Da sehe ich noch ein Knochenartefakt. Die Kaiserin, sie hatten Paolo Arcano dabei. Und sie waren beide sehr witzig. Nur weil du für das Tor verantwortlich bist, sind wir anderen noch lang keine Idioten. Nein? Na, ein Genie wie du kann ja sicher schnell rausfinden, wer es war. Na los, geh schon! Schon gut. Wie kann man sich nur wegen nichts so aufregen? Gut, dreht der Typ sich jetzt um. Ja, das war mir klar.
Hi, na? So, den haben wir. Danke für den Nährfabrikschlüssel schon mal. So, nehmen wir erstmal alles mit, was hier rumliegt. Kugeln brauchen wir wie immer keine. Ein paar Heilkräuter, die uns Geld bringen. Hui, das bringt uns auch Geld. Dann gehe ich aber auch so wieder raus. Und schalte den Pappenheimer noch aus. Das gibt's nicht. Will er mich nicht verarschen, dass der allem ausweicht? Toll! Ja, geköpft, klasse. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Spiel laden erstmal. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, vor 3 Minuten, klasse. Ja, toll. Ja, das hatten wir ja jetzt schon. So, Missionshinweise. Mann, wir sind wirklich manchmal so inkompetent, das ist unglaublich. Wer ist hier gerade durchgekommen? Die Kaiserin. Sie hatte Corvo Atano dabei. Und sie waren beide nackt. Sehr witzig. Hab nur gefragt. Nur weil du für das Tor verantwortlich bist, sind wir anderen noch lang keine Idioten. Nein? Na, ein Genie wie du kann ja sicher schnell rausfinden, wer es war. Na los, geh schon. Schon gut. Wie kann man sich nur wegen nichts so aufregen? Das gibt's nicht. Es gibt's einfach nicht. Will der mich verarschen? Will dieses Spiel mich echt verarschen? Boah, meine Güte. Es kann doch echt nicht angehen. Die Kaiserin. Sie hatte Corvo Atano dabei. Und sie waren beide... Sehr witzig. Hab nur gefragt. Nur weil du für das Tor verantwortlich bist, sind wir anderen noch lang keine Idioten. Nein? Na, ein Genie wie du kann ja sicher schnell rausfinden, wer es war. Na los, geh schon! Schon gut. Wie kann man sich nur wegen nichts so aufregen? Ja, Leute, falls ihr im Hintergrund das Telefon hört, ich könnte mich gerade wieder so aufregen. Telefon, diese Fails, ist unglaublich. Ich hasse es einfach nur. Gott. Geht doch. Boah, Telefon, hör auf zu klingeln. So. Ich gerate einfach so schnell aus der Haut im Moment, das ist unglaublich. Nee, aber diese blöden Fails zum Teil, das ist echt so behindert. So, jetzt speichere ich jetzt hier, auch erstmal, bevor da wieder irgendwas schief geht. Kann der Typ sich mal entscheiden, in welche Richtung der läuft? Ist ja unglaublich. So, komm her. Meine Fresse. Endlich, nach 3 Anläufen, haben wir es dann mal geschafft. Nee, teleportieren wollte ich mich nicht. So, da hinten ist der Ruffled-Mitarbeiter. Da ist noch so eine blöde, inkompetente Wache. Und da oben ist das Hauptbüro. Ob sich hier ein Idiot versteckt hat? Was? Komm mal jemand hierher! Leute. Ruhig, Alex. Ruhig. Einfach ruhig bleiben. Ist klar. Es ist so klar. Unfassbar. Wenn ihr findet das witzig, ich könnte darüber aber weinen. Das ist einfach überhaupt nicht witzig. Was? Ich mach's.
Leute, Neustart. Neustart, Neustart, Neustart. Ich raste sonst gleich aus. Ich könnte so austicken gerade. Die Wache war doch eben noch nicht da. So, jetzt speichern wir hier einfach nochmal. Gott, nee, das ist einfach so scheiße. Da könnte ich einfach nur drüber aufhören, da kann man auch nicht mehr drüber lachen. Wo befindet sich jetzt diese Rune? Wieso komme ich nicht darüber? Mal ehrlich. Ach so, weil da ein Gitter vor ist. Hm. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Da ist die Rune und da ist auch dieser Rothwild-Mitarbeiter. So, stirb! So, das war jetzt der Falkenangriff. Ernsthaft? Wisst ihr was, Leute? Diese Blitze sind so schön. Ich laufe da jetzt einfach rein. Zum Teil regt es mich einfach nur auf, wie oft ich fehle. Heiner? So, du Arschloch. Ich kenn Bock mehr, nett zu sein. Ist das? Ja, ist das, ist das? Hä? Arschloch. Jetzt hab ich keinen Bock mehr, euch selbst auszuschalten. Stirb. Gott. Nee, man platzt mir aber echt der Kragen. Meine Fresse. Diese Ratten kriechen überall herum. Komme ich da mit Teleportation vielleicht durch? Ja, hier ist jemand. So, du Arschloch. Wie gesagt, kein Bock mehr jetzt hier irgendwen zu verschonen. Warum bin ich noch gesund? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Ist mir egal, wir können gerne ändern, dass du gesund bist. So, Tag. Daud, so eine Überraschung. Seit sie uns im Schlachthaus geholfen haben, arbeite ich hier an den Webstühlen. Wir müssen hier rund um die Uhr Leichentücher für die Seuchenopfer herstellen. Macht mich krank. Aber ich denke, irgendwoher müssen die ja kommen. Wo finde ich den Maschinenraum? Unten im Keller. Aber ohne Kombination kommen sie da nicht rein. Und wo kriege ich die her? Pfleger Trimble. Er kümmert sich um den Alten. Aber ich fress einen Besen, wenn das tatsächlich stimmen sollte. Eigentlich hat ja der Alte hier das Sagen. Aber Trimble lässt keinen an ihn ran. Es geht ihm ja so schlecht. Der Alte kennt die Kombination bestimmt auch. Aber an denen kommen sie so schnell nicht ran. Pfleger Trimble lässt ihn nur dann allein, wenn er oben in seinem Labor zugange ist. Danke für die Hilfe.
Lol, hab das wohl nicht komplett ausgesprochen. Naja, so. Wenigstens das geschafft. Irgendwie.